Herzlich willkommen zum zweiten Fotocafé nach der Sommerpause. Heute live aus dem CG-Shop bei Markus. Da gab es heute auch schon so einen kleinen Info-Nachmittag. Jetzt haben wir das gleich genutzt und haben das hier online geschaltet. Bei uns hat es in der letzten Zeit wahnsinnig viel getan. Und da möchte ich heute ein bisschen was drüber berichten. Ich bin ja gerade gestern Sonntag aus dem Zöltelern Retour gekommen. Und war ein wunderschöner Workshop, also mit eigentlich tollem Wetter für den Wetterbericht. Mal richtig coole Fotos gemacht und ich werde euch mal ganz kurz meinen Bildschirm freigeben. Zum Thema heute, wir werden uns ein bisschen mit Adobe Lightroom Classic beschäftigen. Es gibt ja ein cooles Update. Ich war dann auf Location Scouting in Friaul Ende September und es gibt eine Bildbesprechung, Fotowochenende Südtirol und ein bisschen Ausblick. Der Oliver lässt sich entschuldigen, der hat irgendwie einen großen Auftrag und ist heute nicht greifbar. Der wird dann bei der nächsten Sendung wieder da sein. Ich werde dann einmal ganz kurz in den Lightroom wechseln. Wir schauen uns gleich mal die wichtigsten Sachen aus dem Adobe Lightroom an. Es gab jetzt, so wie jedes Jahr, großes Update und neben einigen Performance-Verbesserungen hat sie wieder im Entwicklermodul sehr, sehr viel getan, was natürlich sehr erfreulich ist. Und ich werde jetzt einfach mal hier ins Entwicklermodul wechseln. Wenn ihr hier mal schaut, es haben sie ein paar Icons geändert. Dieses automatische Bearbeiten von Fotos ist jetzt quasi hier nach oben gewandert. Ebenso der Schwarz-Weiß-Button. Und neu ist ein sogenannter HDR-Modus. Das heißt, ich kann auch hier High Dynamic Range Fotos bearbeiten, anzeigen und speichern. Und das ist natürlich auch jetzt eine große Geschichte. Man kann hier das Histogramm auch verwenden und es erkennt auch die Farben, die sozusagen außerhalb des SDR-Bereichs liegen und hebt da die Farben hervor, die sozusagen am Display angezeigt werden können. Während mein Lightroom da noch arbeitet, der Markus steht auch schon bei mir in der Startposition. Markus, kannst du uns, du wolltest uns ein bisschen was über neue Bildschirme erzählen. Ich werde das einmal ganz kurz aussteigen und dann kannst du mal anfangen. Ja, ich darf kurz erzählen, die Neuheiten von Ezzo, die wir sozusagen bekommen haben, ganz frisch. Es gibt neue 24 Zoll Modelle. Das ist der 24.00S und der 24.00R. Vom 24.00S gibt es auch eine Limited Edition. Die Limited Edition heißt deswegen Limited Edition, weil sie nur für Windows geeignet ist. Das heißt sozusagen, das ist die günstigere Variante, ist momentan der günstigste Adobe RGB-Bildschirm, den man kaufen kann. Kostet so um die knapp unter 600 Euro, also ist sozusagen im Vergleich zu dem Vorgänger CS2420 günstiger. Dafür ist der CS2400S, also der Nachfolger vom CS2420, teurer geworden und liegt jetzt bei knapp über 700 Euro, der ist sozusagen dann der auch für Mac geeignet wäre. Wichtig ist bei den beiden Bildschirmen, die haben aktualisierte Anschlüsse, das heißt, sie haben jetzt USB-C-Anschlüsse beide. Das braucht man vor allem eben für Laptops oder für die Mac-Geräte halt auch. Ja. Das ist sozusagen dann ein Argument für die neuen Bildschirme. Wobei man sagen muss, beim Mac muss man ein bisschen aufpassen, da ist sozusagen sind die 24 Zöller generell nicht so interessant, weil die Mac-Systeme immer von hochauflösenden Bildschirmen ausgehen. Das heißt, man hat sozusagen Bildschirme beim Mac vor allem, die 4K-Auflösung haben und man hat keine Schriftglättung mehr beim Mac aktiv und damit wirkt ein Bildschirm mit niedrigerer Auflösung, also zum Beispiel Full HD, eben pixeliger als beim Windows-Computer. Das heißt sozusagen, tendenziell würde ich den CS2400 S oder eben auch SLE vor allem für Windows-PCs verwenden und oder für ältere Mac-Systeme. Das sind sozusagen die Anwendungsfälle für diese 24-Zoll-Bildschirme. Es gibt auch einen 2400R. Der R ist der Nachfolger vom CS2410. Der CS2410 war ein sRGB-Bildschirm, das ist keine Adobe RGB. Wenn man jetzt nur JPEG fotografiert, kein RAW aufnimmt und nur quasi sRGB-Aufnahmen macht oder nur mit dem Handy telefoniert, soll ich gerade sagen, mit dem Handy fotografiert zum Beispiel, auch nur sRGB-Aufnahmen macht und dabei eine farbechte
Nachbearbeitung haben möchte für den Druck, dann würde auch so ein Bildschirm genügen. Aber sozusagen der Hauptanwendungsfall für diese sRGB-Bildschirme wäre aus meiner Sicht vor allem, wenn man einfach einen guten Bildschirm fürs Büro haben möchte und nicht eben den erweiterten Farbraum mitzahlen möchte. Das heißt, das ist immer der Vorteil bei den Bildbearbeitungsbildschirmen von Aizu, ist natürlich die Langlebigkeit, die lange garantieren kann. Das heißt, man arbeitet mit 30% Helligkeit im Vergleich zu einem Bürobildschirm. Ne? Also das ist sozusagen wesentlich niedrigere Helligkeit, dadurch augenschonender auch. Und dann ist noch wichtig die wärmere Farbtemperatur, die man auch einstellen kann für eine natürliche Farbwiedergabe. Das heißt, so eine natürliche Farbwiedergabe hat man vor allem bei einem Bereich von 5500 Kelvin, das ist Mittagslicht im Sommer in etwa. Ich persönlich arbeite auch ganz gern mit 5000 Kelvin auf meinem Bürobildschirm, weil es einfach Blaulicht reduziert und angenehmer fürs Auge ist. Es ist einfach blendfreier. Ja. Das ist sozusagen das Ziel, ist immer bei einem guten Bildschirm, dass man möglichst den Effekt hat, als wenn man beim Fenster hinausschauen kann, quasi, und nicht, als würde man in eine kalte, helle Lampe schauen. Das ist eben leider der Effekt, den man bei vielen Bürobildschirmen hat. Das heißt, die sind oft sehr kalt eingestellt, damit das Weiß besonders schön strahlt. Bei einer wärmeren Farbtemperatur wirkt das Weiß ein bisschen gelblicher, ein bisschen vergilbter. Ist aber insgesamt eine natürlichere Farbgebung eben und angenehmer fürs Auge. Es ist auch, viele Bürobildschirme haben mittlerweile einen Low-Blue-Light-Modus, der auch schon von der Farbtemperatur ein bisschen eben wärmer wird, ja, und eben halt auch dann das reduziert. Markus, ich glaube, das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man die Helligkeit senkt, dass da so, weil die meisten Monitore sind zu hell eingestellt. Ich glaube, das ist so ein Grundproblem. Genau. Also wenn man eben zu hell arbeitet, dann merkt man es daran, dass man finstere Ausdrucke bekommt. Ja, das heißt sozusagen, der Klassiker ist, wenn man sozusagen ein Bild ausdruckt und es ist komplett finster und es war doch am Bildschirm so schön hell, der Bildschirm ist einfach dann zu hell eingestellt und man sieht die Dinge immer falsch zu hell und überstrahlt quasi. Das zweite Gegensatzpaar, ich habe es eh schon noch bei manchen Fotocafés erwähnt, ist eben bei der Farbtemperatur. Wenn man zu kühl arbeitet, sieht man alles ein bisschen blasser, als es in echt ist, und die Ausdrucke werden rotstichig. Das heißt, das sind sozusagen die Gegensatzpaare, die man eben hat. Das heißt, wenn man im Ausdruck zu rot wird, muss man die Farbtemperatur eben absenken, das heißt eben wärmer einstellen. Wenn man sieht, ist dann falsch zu kalt, und eben wenn man von der Helligkeit her zu hoch ist, würde man eben finstere Ausdrucke bekommen, dann muss man die Helligkeit eben absenken. Das heißt, das sind immer sozusagen, das sind die wichtigsten Parameter, jetzt, die man bei jedem, nahezu jedem Bildschirm auch einstellen und korrigieren kann. Es gibt manche Bildschirme, die haben keine Farbtemperatureinstellung, da könnte man versuchen, dann einfach eben mit dem Blue-Light-Modus oder auch mit zum Beispiel einem Paper-Modus oder sozusagen es gibt auch dann einfach manche heißen auch einfach dann Reddish oder Wärmer oder so, also sozusagen halt mit einem wärmeren Bild kann man sozusagen versuchen, näherungsweise zu kommen. Richtig gut geht es natürlich dann nur mit den farbichten Bildschirmen, also mit denen, wo man es eben gesagt einstellen kann, von Aizu oder von BenQ. Sind, wie gesagt, von BenQ gibt es auch aktuelle Modelle, den SW272U wäre sozusagen ein neues Modell von BenQ. Bei BenQ hat man ein bisschen mehr dabei. Tendenziell bei Aizu hat man höhere Haltbarkeit und längere Garantie. Das heißt, insofern muss man halt für sich immer entscheiden, was einem dann mehr wert ist und wie oft man den Bildschirm sozusagen. Markus, wir haben zwei interessante Fragen im Chat. Und zwar der Wolfgang Hanisch fragt: Ist der HDR-Modus nicht nur für die Anpassung an HDR-fähige Monitore und deren erweiterten Tonwertumfang ausnutzen zu können? Was ist ein HDR-Monitor? Also es ist sozusagen so, die Bildschirme, die jetzt in normaler Preisklasse sind, simulieren alle HDR. Das heißt sozusagen, ein echter HDR-Bildschirm benötigt zwei Paneele und sehr hohe Helligkeit. Da gibt es von Aizu einen CG, ich glaube 3146 oder so heißt der. Der kostet so viel wie ein Auto. Also das heißt, der ist so im Bereich von 25.000 Euro in etwa. Das macht nun mal alles keinen Sinn. Ich bin jetzt mal ins Entwicklungsmodul gewechselt. Und wenn ihr dann runterschaut, sieht man hier unten beim Farbmischer gibt es was völlig Neues. Und zwar, es gibt zwei Modi. Es gibt den Mischermodus, das ist der gewohnte Modus, den wir eh kennen. Und dann gibt es noch die. Besser aus, dass die kann jetzt hier einfach. Hätte mir einen Farbton raussuchen und könnte dann hier dann ganz bequem quasi in diesem Feld ändern. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr praktisch und noch visueller. Die kann hier auch noch einmal den Bereich visualisieren, also wo bewege ich mich gerade. Also das ist so eines dieser absoluten Highlight-Features. Und wie gesagt, jetzt seht ihr hier einfach, kann man Sättigung und so weiter, also all diese Dinge, die vorher da in diesem ursprünglichen, wo man Farbton reingehen kann, Sättigung, Luminanz oder alle,
Das geht dann jetzt quasi über den Punktmischer. Ich kann dann sozusagen genau schauen, wo befinde ich mich, wo ist die Farbe, in welche Richtung möchte ich schieben. Ich habe hier Sättigung verschieben, das heißt, die Farbsättigung wird entweder mehr oder weniger. Bei der Luminanz verschiebe ich die Farbhelligkeit. Also, das ist sozusagen hier, sind das die verschiedenen Möglichkeiten. Ich habe so ein paar Farben, die letzten, die ich hier sozusagen bearbeitet habe, da kann ich mich dann sozusagen damit austoben. Und das ist wirklich einfach so eine ganz, ganz eine tolle Sache. Das zweite, was auch voll klasse ist, wir nehmen zum Beispiel dieses. Jetzt gibt es eben die Möglichkeit, sozusagen die Schärfentiefe zu verlagern. So hier mit der Objektivunschärfe. Da kann ich das hier anwenden. Dann wird das ganze Bild einmal analysiert. Bokeh erzeugen, ich kann Unschärfe erzeugen. Also das, was ich früher eigentlich im Photoshop gemacht habe, das ist das, was ich jetzt sozusagen auch im Lightroom machen kann. Also das ist, finde ich, sehr, sehr praktisch. Wenn ihr jetzt hier mal schaut, kann ich hier den Weichzeichnungsgrad eingeben. Dann hier kann ich dann einfach einmal auswählen, wie hätte ich es gerne. Da kann ich noch die Brennweite anpassen. Ihr seht hier mit dem Tiefe visualisieren, sehe ich dann einmal, wo sich das Ganze abspielt. Jetzt schauen wir uns mal vorher, nachher an. Sieht man deutlich diesen Effekt. Natürlich ist es also nicht so schön, wie wenn ich jetzt das Ganze fotografiere, aber das ist immerhin schon eine gute Geschichte, um vielleicht einmal auch ein Objektiv, das nicht so lichtstark ist, verwenden zu können. Ich kann einfach den Hintergrund dann entsprechend unschärfer machen. Es ist einiges auch in puncto Stabilität passiert. Also es gab ja früher immer wieder Probleme beim Verschieben von Bildern. Das ist deutlich stabiler geworden. Also man hat auch ein bisschen was hinter den Kulissen gemacht. Und wie gesagt, einfach mal durchprobieren. Es hat sich die Anordnung hier ein bisschen verändert, teilweise von den Paneelen. Aber im Großen und Ganzen natürlich, wer schon damit gearbeitet hat, wird sich zurechtfinden und durchprobieren. Also wir werden auch nochmal irgendwann einmal ein Webinar haben, wo wir das dann auch ganz detailliert erklären. Aber ich finde, es ist schon mal eine gute Sache, so wie Lightroom das erledigt hat. Jetzt geht es nochmal ein bisschen weiter. Markus, kommst du dann nochmal zu mir, bitte? Wir starten nämlich mit dem Rückblick Südtirol und wollen auch so eine kleine Bildbesprechung machen. Wir waren ja vom 13. bis 17. September in Südtirol und waren also vom Wetter, gab es einfach so verschiedene Phasen, also mit sehr viel Regen und dann auch wieder mal sehr, sehr schön. Unser Ausgangspunkt in Kolfosko, also in der Nähe von Alta Badia, ist natürlich sehr, sehr gut. Und hier sieht man die Helga auf der Sezeda-Alm. Also da kann man mit der Seilbahn rauffahren und dort hat man dann einfach die Möglichkeit, so eine große Runde zu gehen und ist ein super Aussichtsberg. Aber natürlich, wenn es so wolkig ist wie bei uns, dann ist die Aussicht ein bisschen eingeschränkt. Das Foto hat uns der Hans geschickt, aber die Landschaft ist natürlich großartig. Das ist vielleicht auch interessant, diese zwei Menschen auf der rechten Seite. Das ist das, was das Foto irgendwie ausmacht. Man hat ein bisschen einen Größenvergleich. Und ja, also diese tolle Nebelstimmung ist auch ganz, ganz ein beeindruckendes Bild. Ja, drei Zinnen, das waren sozusagen diese ja, Fragmente, die wir gesehen haben, weil es wirklich sehr, sehr neblig war. Und wir wollten auch Sonnenuntergang fotografieren, das war das ursprüngliche Ziel, aber es hat ein paar sehr, sehr mystische und tolle Stimmungen gegeben. Noch einmal auf der Sezeda, diese schöne Wolkenstimmung durch den Regen, ist das Grün sehr stark gesättigt und dieser quadratische Ausschnitt finde ich auch sehr, sehr harmonisch. Ja, ich war ja leider nicht mit, aber ich freue mich, dass ich jetzt im Nachhinein da sozusagen die schönen Bilder sehen kann. Ich bin auch immer von den verschiedenen Grüntönen sozusagen da beeindruckt. Und das ist auch wieder etwas, wo man sagen muss, gerade bei den verschiedenen Grünnuancen, die sieht man besonders gut dann beim Adobe-RGB-Farbraum. Ja, das ist sozusagen etwas, wo man noch mehr sehen kann auf einem wirklich guten Bildschirm. Ja, und ich finde, das ist eigentlich auch immer so, Grün ist auch so schwierig zum Fotografieren, weil
Das ist sozusagen, wo sich die Kamera auch sehr, sehr schwer tut und auch die Fotografen. Also ich finde, grün ist wirklich nicht leicht. Am schwersten tue ich mir mal bei Ja. gelben Blumen. Also das Foto von der Brigitte am Heiligen Kreuzkofel. Und zwar, das ist der Blick runter zum Boesgeisler Nationalpark. Sehr schön diese verschiedenen Ebenen, den Vordergrund mit der Kirche und dann den Hintergrund mit dem Gebirgsstock, auch die schönen Farben drinnen. Habe eigentlich eine zwei Drittel, ein Drittel Aufteilung, dass der Horizont ist bewusst sehr hoch angesetzt. Also eigentlich ein sehr, sehr tolles Bild. Alles dabei, ja. Und man sieht eigentlich auch, wie schön das Grün differenziert wird, gell? Es ist auch schön, dass im Herbst immer sozusagen das Grün auf den Bergen dann sozusagen ein bisschen ins Rötliche wechselt dann. Das ist vor allem ich glaube, durch die Gräserblüte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das sind so bestimmte Gräser, die dann so bei warmem Sonnenlicht sehr rötlich wirken, ja. Natürlich der Klassiker am Praxer Wildsee. Also das ist das natürlich, was jeden Fotografen sehr herausfordert. Und da gab es eben unterschiedliche Bilder und auch wieder aus der Bildmitte gerückt und auch diese schöne Linie, die sich da durchzieht. Also auch ein sehr, sehr gelungenes Bild. Ja, wunderschönes Türkis auch vom Wasser. Ein schöner Verlauf, gell? Vorne dunkler und Ja. dann alle Schattierungen durch. Ja, und noch einmal eine schöne Belichtung. Das war im Mühlental in Lingerie. Ja, die Diagonale zieht ja auch so schön durchs Bild. Gell? Das ist, finde ich, auch eine sehr, 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 sehr tolle Aufnahme. Hat immer was sehr Beruhigendes an sich, Genau, Wasser ist Wasser. beruhigend. Ja. Und hier noch einmal ein Bergpanorama. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wo das aufgenommen wurde, aber das lebt dann halt auch von diesen, ja, vom Nebel und von diesen Stimmungen, von den tollen, leicht bräunlich, gell? Also sehr, sehr anmutige und schöne Stimmung. Das ist auf der Drei-Zinnen-Hütte, Aronzo-Hütte, also auch auf den Drei Zinnen, sieht man auch ganz gut das Wetter. Und wenn ihr mal zu den Drei Zinnen fährt, da ist natürlich ein großer Almauftrieb, es sind sehr, sehr viele Menschen, also glaubt nicht, dass ihr da alleine seid. Ich habe dem Hüttenwirt von der Drei-Zinnen-Hütte eine E-Mail geschrieben und da gibt er automatische Nachricht. Es Es gibt gibt 10.000 10.000 E-Mails im Jahr und sie E-Mail-Jahr. antworten überhaupt nicht. Genau, da haben wir noch einmal diese schöne Gebirgslandschaft. Und wir hängen heute wirklich im Grün, gell? Da sieht man einmal so richtig schön auch diese, was sind das? Das sind Das sind, ich glaube, das Lärchen sind, oder Zirben, oder? ja, sind Zirben, ja, sind sozusagen eigentlich Kiefertsorte sozusagen und eben die Bergkiefer, die Zirbe, würde ich sagen, ja. Also wir haben da eine Frage, mit welchem ND-Filter wurde das Bachfoto gemacht? Da werden wir dann zum Schluss die Brigitte fragen. Ich beantworte nachher auch noch gerne die Ja, Bildschirmfragen ja. dann, ja. Noch. Das ist auch die Kirche am Praxer Wildsee, wenn man das nicht alles täuscht, auch am späteren Nachmittag. Vielleicht der Vordergrund ist ein bisschen unruhig, gell? Ja. Da haben wir Der Meister bei der Johannes hat Arbeit. den Meister bei der Arbeit fotografiert, der war da sehr dokumentarisch unterwegs und hat da einige tolle Bilder gemacht. Und der hat ja auch sehr, sehr gut bearbeitet. Also man sieht, man gebe dem Fotografen einen Esel und der ist schon beschäftigt und alle sind happy. Also das ist wirklich so eine Geschichte. Und das war aber auf der Seceda-Alm einfach urnett, weil da so eine Eselherde war und die sind gleich gekommen und haben sie streicheln lassen. Und das war wirklich eine tolle Sache. Bei allen Tieren, glaube Ja. ich, so. Und auf das bin ich besonders stolz. Also nahezu die gesamte Gruppe ist dann am Lagazui, bei der Lagazui-Hütte oben bis zum Gipfel raufgegangen, wobei man kann halt mit der Seilbahn fahren, geht dann noch 100 Höhenmeter auf einen sehr, sehr angenehmen Bergweg. Also wirklich eine tolle Sache. Ist auch ein interessantes Gipfelkreuz gewesen, Ja, ich eigentlich gehe nochmal dafür. zurück, ja. Das ist, ja. Gehe mit dem Herrgott. Ja, das ist schon aufwendiger als sonst. Genau. Ne? Das Foto vom Johannes, das habe ich gemacht, aber bearbeitet was der Johannes eben dort auf der Brücke. Also nicht der Brücke, da gibt es eine Terrasse, da gibt es sogar einen eigenen Fotopunkt, das haben wir auch genutzt. Und eben mit dieser imposanten Bergwelt im Hintergrund. Also das ist wirklich, ja, Südtirol ist einfach wunderschön. Da sieht man noch einmal die ganze Situation war ein bisschen weiter weg. Von der Margit sind die Bilder. Praxer Wildsee in seiner Schönheit. Da vorne, also in Höchstzeiten, sind da 16.000 Autos pro Tag reingefahren. Jetzt muss man shutteln.
Und das hat man jetzt auf 6.000 minimiert. Und nachdem wir so spät in der Saison waren, haben wir dann auch noch reinfahren dürfen. Also es waren schon deutlich weniger Leute. Ein Foto von der Margit im Mühlendal in Lunjarö, also im ladinischen Teil von Südtirol. Sehr, sehr schön mit dem fließenden Wasser. Ich schätze mal eine Belichtungszeit von circa einer Sekunde. Und ja, finde ich ganz, ganz toll dargestellt, die Diagonale, die aus dem Bild läuft. Das ist ein sehr, sehr ansprechendes Bild. Schön. Jetzt haben wir noch einmal Askofl. Im Hintergrund sieht man diese berühmten Wände, die der Reinhold Messner erst bestiegen hat und es jetzt noch sehr, sehr schwierige Klettertouren sind. Die Kirche ist eine Wallfahrtskirche, die auch besucht wird oft von, da war an dem Tag auch so eine Prozession. Das Einzige, was mich da ein bisschen stört, auf der linken Seite sollte vielleicht noch ein bisschen mehr Platz sein. Ja, gut, es Aber das ist könnte man jetzt mit genau. generativen Füllen im Photoshop Genau. ganz leicht beheben. Aber sonst die Wand ist natürlich Ja, beeindruckend. die Das ist Wand ist schon sehr sehr beeindruckend. wuchtig. Ja. Der Herbert, eine sehr, sehr schöne Schwarz-Weiß-Umsetzung, also auch ein tolles Bild. Da kennt man fast ein paar Gesichter in der Genau, in der Wurzel. Wurzel kennt man Gesicht, genau. Und der Herbert sagt ja immer, also ja, er bemüht sich sehr, aber er bemüht sich nicht nur, sondern ihm gelingen auch sehr, sehr tolle Bilder. Ja, coole Geschichte mit den vielen Farben, gell? Die Ja. sich wiederholende Struktur. Unterschiedliche Altersschichtung wahrscheinlich und Genau. auf alle Fälle Brennholz dort immer oder für Genau. Winter. Ja, noch einmal eine schöne Felsaufnahme. Also auch, ich schätze mal, bei den drei Zinnen muss das gewesen sein. Und zwischendurch hat sie da dann einmal die Auronzo-Hütte, das ist die vordere Hütte, gezeigt. Gut, jetzt werde ich mal ganz kurz meine Freigabe stoppen und von den Südtirol-Teilnehmern, wenn da jemand was sagen möchte, dann kann er sich natürlich jetzt gerne mal zu Wort melden, wenn es noch Kommentare zu den Bildern gibt. Schauen wir mal, ob da jemand da ist von den Südtirol-Teilnehmern. Wir hatten eine Frage, mit welchem ND-Filter wurde bei dem Bachfoto gearbeitet? Das kann ich jetzt so aus dem Bauch nicht beantworten. Ich würde mal 16 oder 32-fach tippen. Ich darf noch kurz die Bildschirmfragen beantworten. Also Ja. HDR, ja, es ist tatsächlich so, dass es Sinn macht, den HDR-Modus eher abzuschalten. Bei den Bildschirmen ist es sogar so, wenn man ein Mac verwendet und HDR aktiv hat, dass die CG-Bildschirme kein gutes Bild zeigen, wenn die einfach damit sozusagen, das wäre ein verfälschtes Signal dann, das die bekommen. Ja. Das heißt, HDR ist sozusagen dann für den Videobereich, dass sozusagen diese HDR-Unterstützung bei den Bildschirmen auch bei den technischen Daten dabei steht, bezieht sich eben im Videobereich und hat quasi nichts mit dem HDR zu tun, das bei Mac eben dann für die Bildschirme verwendet wird. Ja. Also das ist sozusagen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Normalerweise ist eben so, dass man das HDR dann für die Bildschirme abdreht. Zur Kalibration habe ich vorher Genau, da war die schriftlich schon Frage, was hält geantwortet. man von den Spinnen? Genau, also da habe ich vorher schon schriftlich auch geantwortet. Es ist prinzipiell so, dass man unterscheiden muss immer zwischen Hardware- und Software-Kalibration. Hardware-Kalibration ist eben das, was wirklich sozusagen sinnvoll ist und gut ist, wo man in den Bildschirm eingreift, also die Farbberechnungstabelle vom Bildschirm korrigiert. Das können eben die EIZO CG und CS-Modelle oder halt eben bei BenQ die SW-Modelle. Ja. Das heißt, da macht ein Kolorimeter wirklich viel Sinn. Ansonsten ist es nur eine Software-Kalibration. Das heißt, wenn man jetzt einen Laptop kalibriert oder einen normalen Bildschirm kalibriert, eine Software-Kalibration passt immer nur das Grafiksignal an von der Grafikkarte. Ja. Das heißt, man ändert den Bildschirm dabei überhaupt nicht, geht auch gar nicht, man kann nicht in den Bildschirm hinein quasi und eingreifen. Das ist auch der Unterschied, eben bei der Hardware-Kalibration braucht man eben auch diese USB-Verbindung und man verwendet immer die Software vom Bildschirmhersteller, das ist auch wichtig. Das heißt, eben beim EIZO-Bildschirm die Software Color Navigator und beim BenQ-Bildschirm die Softwarepalette Master Element, mit denen hat man dann eine Hardware-Kalibration. Eben bei der Software-Kalibration und Anpassung vom Grafikkartensignal. Das heißt, der Bildschirm bleibt gleich schlecht, wie er vorher war oder gleich gut. Und man passt sozusagen, man nimmt die fehlerhaften Farben einfach weg. Das heißt, das ist sozusagen de facto ein Farbverlust. Man hat dann immer weniger Farben, die übrig bleiben im Laufe der Jahre, weil sich eben die Farbenwahrnehmung von den LEDs, von dem Bildschirm, einfach von der Leuchtquelle verändert und dadurch einfach sozusagen dann
dann der Farbumfang immer geringer wird. Ja. Das ist eben bei der Hardware-Kalibration. Mit Hardware-Kalibrieren erhält man den vollen Farbumfang über die Jahre und kann immer sozusagen die Farben richtig korrigieren und zurücksetzen. Also da ist sozusagen die Stärke von den Hardware-Kalibrierbaren Bildschirmen. Das ist auch ein wesentliches Argument, warum man sozusagen einen guten Bildschirm haben sollte. Kurz vielleicht noch zu den Bildschirmen. Es ist eben sozusagen zwischen dem auch bei den Notebooks oft ein besonders starker Unterschied. Das ist immer sozusagen, Notebook ist immer ein Kompromiss, muss man dazu sagen. Also wenn man jetzt sozusagen nur Bildbearbeitung am Notebook macht, wird es immer zu wenig sein und man wird immer sozusagen eher ein bisschen einen Blindflug haben dabei. Aber es kann natürlich manchmal auch ganz gut passen, speziell jetzt, wenn man für Web bearbeitet. Ja, weil natürlich, ich sage mal, im Internet schauen die Leute auch alle mit Bürobildschirmen drauf und da passt dann sozusagen die Einstellung vom Laptop meistens ganz gut. Es ist aber eben so, dass wir haben bei uns im Shop die Z-Books, normales in Verwendung, die auch der Karl verwendet für die Schulungen oder bei sich selber, die haben einen relativ guten Bildschirm. Da gibt es eben Dream-Color-Displays auch und die sind dann auch wirklich sehr gut und die kann man auch mobil näherungsweise verwenden, sage ich einmal. Ja, es ist sozusagen, die sind natürlich nie so gut wie der Eizu-Bildschirm, aber sie sind eben deutlich besser als ein herkömmlicher Notebook-Bildschirm. Und wenn man jetzt eben auf Urlaub ist und ein bisschen schon die Bilder anschauen möchte oder auch wenn man es einfach herzeigen möchte, mobil und mit hat im Freundeskreis oder bei der Familie, kann man da guten Gewissens auch Bilder herzeigen und die schauen vernünftig aus. Du Markus, da ist immer die Frage zur Kalibration vom Laptop-Schirmen und meine Standardantwort ist eigentlich, dass das eigentlich wenig bringt und ich mache zum Beispiel keine heiklen Farbkorrekturen am Laptop. Freilich, ja. Und wenn jetzt ein Monitor richtig in einer Farbe hängt, der Laptop-Monitor, dann kann man sowieso nicht kalibrieren. Genau, also das ist eben ganz wichtig, dass ein Laptop ist immer, ein Mobilgerät ist immer ein Kompromiss, das heißt, dass man sollte auch zum Wohle seiner Augen sozusagen dann zu Hause einen richtigen Bildschirm stehen haben, wo man den Laptop anhängt und dort dann sozusagen auf dem richtigen Bildschirm arbeitet. Das ist sowohl für die Augen wichtig, dass man nicht auf den kleinen Bildschirm dann immer schaut und eben auch die Helligkeit entsprechend reduzieren kann. Ein Laptop muss ja immer sehr hell sein, weil man auch eben im Freien was sehen möchte oder unterwegs, wenn es hell ist, was sehen möchte. Und ein Bildschirmarbeitsplatz sollte aber eigentlich nicht besonders hell sein. Und das ist auch sozusagen so ein bisschen das Konträre dann, das Grundlegende, was eben halt der Unterschied ausmacht zwischen einem Bildbearbeitungsbildschirm und jetzt einem Laptop. Ja, das heißt, nur am Laptop bearbeiten ist wirklich nicht besonders gesund und auch normalerweise nicht sehr zielführend und deswegen immer auch einen gescheiten Bildschirm dazu verwenden. Ja, und wenn es sozusagen, auch wenn es die günstigste Eizu-Linie ist, ist es immer noch besser sozusagen, oder ein BenQ-Bildschirm von der SW-Serie ist auch noch immer günstiger, besser als wie der Laptop-Bildschirm. Ja. Wobei eben halt die Z-Books wirklich, also nochmal eine Lanze für die Z-Books, die haben gute Bildschirme, die man auch halbwegs gut verwenden kann. Eine Frage noch kurz zu den Curved-Bildschirmen. Ja, genau. Es ist sozusagen, die Curved-Bildschirme gibt es üblicherweise nur in der Büroklasse. Das heißt, das ist sozusagen etwas farbig, die Bildschirme gibt es keine in Curved. Und die sollen den Abstand sozusagen gleich halten. Ja, das heißt, wenn man sich sozusagen so umdreht, dass man überall den gleichen Abstand hat. Nur jetzt ist es so, dass man das eigentlich nur bei sehr, sehr großen Bildschirmen, wenn überhaupt Sinn macht, weil bei einem normalen Bildschirm, wenn man drauf schaut, hat man ohnehin alles im Blickfeld und wird nicht sozusagen den Kopf viel sozusagen bewegen müssen. Ja, also ich sage mal, aus meiner Sicht Curve nicht unbedingt nötig, es ist Geschmackssache. Es ist vor allem, also diese überbreiten Bildschirme machen vor allem Sinn für lange Video- oder Tonspuren oder große Excel-Tabellen oder solche Dinge. Also das heißt, das ist sozusagen ein Anwendungsbereich, wo ich diese überbreiten Bildschirme sehe. Curve ist aus meiner Sicht nicht unbedingt nötig, aber Geschmackssache. Für Farbecht gibt es einfach nicht. Also das heißt, da stellt sich die Wahl nicht. Also ich habe jetzt am Montag ein interessantes Video geschaut von einem Kollegen und der hat dann eben gesagt, ja, also man sollte sich einen Dell-Monitor um 99 Euro kaufen, weil der ist sehr günstig und am besten noch zwei. Aber ich denke mal, Markus, so ein Minimum an Investment ist schon notwendig, weil sonst macht es ja wirklich überhaupt keinen Spaß. Ja, also man muss auch immer rechnen, die Bildschirme werden ja nicht bei uns produziert, leider. Also außer Eizu produziert in Deutschland und Japan, die sind sozusagen eine der wenigen Hersteller, die nicht in China produzieren, sonst kommt so gut wie alles aus China. Und wenn man jetzt einen 99-Euro-Bildschirm kauft, muss man mal rechnen, der hat der Transport doch einen wesentlichen Anteil, dann kann man sich ausrechnen, wie gute Komponenten da drin sind und was der kann und was der nicht kann. Ja, unterm Strich ist das ein Bildschirm, der nicht gut für die Augen sein wird, der kein gutes Bild liefern wird, also Bildbearbeitung durch völliger Schrott, ja, muss man ganz offen sagen, aber auch für die Büroarbeit. Also ich würde meinen Kindern auch nicht so ein Bildschirm antun, sage ich einmal, weil man möchte natürlich nicht, dass man sich die Augen verdirbt und da ist dann schon wesentlich, also man kriegt gute Bildschirme, mit denen man sich nicht die Augen verdirbt, ab ca. 300 Euro aufwärts. Wir haben bei uns auch sozusagen
Ja, gute Bürobildschirme, das heißt, wir haben ja nicht nur die farbechten, sondern wenn man jetzt sagt, man möchte einen Zweitbildschirm oder einfach nicht zu viel Geld ausgeben und möchte einen Bildschirm, mit dem man näherungsweise hinkommt, ab 300 Euro circa bekommt man schon was Vernünftiges bei uns, kann damit auch dann schon gut arbeiten. Ne? Ja, wie gesagt, sonst 99 Euro Bildschirme sind weder für die Augen gut, noch für die Bildbearbeitung, Dann nicht noch für die für, und Haltbarkeit, auch nicht auch für die nicht Umwelt, oder? nachhaltig. Genau, das ist der Punkt. Also es ist immer halt dann so eine Sache, man will ja auch, dass die Sachen lange halten. Und ich glaube, den 99 Euro Bildschirm wird man wahrscheinlich in 10 Jahren fünfmal kaufen und dann auch 500 Euro ausgeben. Du jetzt noch ganz was anderes, Markus, und zwar ich arbeite eher ein bisschen kühler mit 6000 Kelvin, weil ja nicht natürlich viele, viele Fotos fürs Internet aufbereite und ich habe so einen großen Eizorn 4K, quasi, das ist mein Arbeitsbildschirm und ich habe dann noch einen einfachen Eizo-Büro-Monitor mit sRGB, da kann ich mir die Fotos dann auch gleich anschauen, wie sie im Internet ausschauen. Und ich finde das ganz, ganz eine praktische Geschichte. Und selbst der kleine Eizo-Büromonitor ist schick und erregt auch schon Genau. Aufsehen. Also selbst wenn man sagt, man hat irgendwo einen Office-Rechner, dann macht so ein kleiner Eizo einen vollen Sinn. Absolut. Also das ist eben halt auch so vom Grundsetup. Man muss halt sagen, man arbeitet prinzipiell für zwei verschiedene Stoßrichtungen. Ja, man kann leider nicht sozusagen alles über einen Kamm oder selten alles über einen Kamm scheren. Es ist eben meistens so, dass man für Internet anders bearbeitet als für Druckverstufe. Und es ist das Setup, dass man zwei Bildschirme hat und einen quasi mit erweiterten Farbraum und Adobe RGB und einen vielleicht auf sRGB, einen Bürobildschirm, einen guten, der sozusagen keinen Farbfehler hat, aber halt einfach nur sozusagen das anzeigt, was im Bürobildschirm anzeigen würde, ist durchaus sehr sinnvoll, wenn man da immer dann beide Varianten gleich sieht und schaut, ob man noch was anpassen muss oder nicht. Und ja, das ist macht Sinn, den Setup. Was in eigener Sache. Also wenn ihr jetzt den Link vom Fotocafé habt, der bleibt immer gleich und ihr müsst euch dann auch, also wer sowieso schon oft dabei, man muss sich nicht extra anmelden. Das heißt, wenn ihr mal vergesst oder den Link nicht findet, einfach den Link verwenden, den ihr immer habt. Wir haben sich jetzt auch so eingestellt, dass ihr immer am selben Tag automatische Erinnerungsmail mit dem Link bekommt. Also leider gibt es dann immer wieder die Probleme, dass vielleicht jemand das Mail nicht bekommt, das landet im Spam-Ordner. Also wir bemühen uns da sehr, dass wir das sozusagen auch hintanhalten, sagt, ihr könnt ruhig den Link euch einfach irgendwo abspeichern und dann jederzeit auch rein. Es gibt kein Passwort und nichts. So, jetzt werde ich nochmal ganz kurz den Bildschirm freigeben, weil da ich habe dort nämlich eine ganz tolle Meldung geschrieben. Und zwar, er hat nämlich geschrieben, der Felsen beim vorletzten Foto schaut aus wie ein Monsterkopf und das hat auch seinen Reiz. Das kann man jetzt auch eigentlich so sehen. Ja, das stimmt. Wenn man es dazu sagt, sieht man tatsächlich dann den Mund und das Auge. Das ist so beim schnellen Drüberblättern ein bisschen verloren gegangen und dann ist halt ein schöner Felsen gewesen. Schaut Und aus wie ein Drachenkopf oder so ein jetzt Fisch. ist, tatsächlich ein Gesicht. Ja, ich Ja. würde sagen, so ein bisschen wie ein Frankenstein fast, Ja, oder? So ein genau. Ja, blauerechteckiger. genau. So, Herbert, danke, gell, für die Anmerkung. Ja, sehr gut, ja. Ein bisschen was, ich muss da jetzt nochmal so meine Maus wechseln. Wir haben ja die Fotocafé-Community der Wiener Fotoschule. Die werden wir jetzt einmal auf Community umbenennen, damit der Name ein bisschen kürzer wird. Und man sieht da, die Leute sind sehr, sehr fleißig mit dem Posten. Die Brigitte war da sehr, sehr engagiert. Dann der Gernot postet auch immer wieder. Also, es sind ganz, ganz viele Leute, die da reinposten. Also, bitte einfach Fotocafé Community der Wiener Fotoschule, postet Fotos. Wir machen auch immer wieder Aufrufe. Da habe ich so eine kleine Umfrage gemacht, was euch interessiert. Also, das ist sehr, sehr fein, wenn ihr da mitmacht. Wir wollen diese Community einfach größer machen. Wir haben heute auch ein kleines Gewinnspiel. Also, wir haben da mal ausgelost, wer da drinnen was gepostet hat. Und ganz zum Schluss haben wir dann auch drei kleine Preise für euch vorbereitet. So, jetzt werden wir da mal ein bisschen weitergehen. Nur vielleicht ein paar Hinweise für die nächste Zeit. Es gibt mit dem Max Morawetz die stimmungsvolle Naturfotografie am 29. Da gab es leider ein paar Missverständnisse. Wir wollten ursprünglich zwei Termine machen. Jetzt gibt es nur einen und der Ort wird bekannt gegeben. Also wird morgen oder übermorgen schickt der Max das aus. Der Walter ist am Zentralfriedhof unterwegs. Es gibt einen Canon-EOS-Kurs. Es gibt die Eichkätzchen, den Fotowalk. Und dann natürlich Foto und Adventure am 11. und 12. November in der Pyramide wieder. Und hier haben wir auch einen eigenen Stand und sind auch mit dem Canon Academy Strichstrich Wiener Fotoschule Kino vertreten. Hier gibt es sehr, sehr viele Vorträge. Könnt ihr auf der Webseite auch noch nachschauen, was es da genau gibt. CG-Shop-Stand gibt es Ja, natürlich auch genau, wieder, natürlich gibt es auch einen Stand vom CG-Shop. ja. Und ich habe euch das ja beim letzten Mal schon erzählt. Ich war ja dann Ende September in Friaul
Und es gibt auch dann nächstes Jahr eine Fotoreise oder eine für ein Fotowochenende für Friaul im Juni. Die sind noch nicht online, das wird dann wahrscheinlich ab Donnerstag buchbar sein. Es gibt einfach verschiedene Seen. Es gibt dann den Monte Lusari, ein toller Berg. Und es gibt sehr, sehr viele Lost Places. Es gibt den alten Bahnhof in Darvis, es gibt das Fort Hensel, es gibt einen Besuch in Udine. Und ich habe euch da ein paar Bilder mitgebracht. Der Lago di Fucine ist ganz in der Nähe von Friaul, ist nur vielleicht 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Und ich war jetzt hier um diese Jahreszeit alleine. Einfach unglaublich tolle Spiegelungen. Man kann rund um den See wandern, also ideal für einen Fotopunkt. Und der ist auch so nahe, dass man mehrere Male hinfahren kann. Das heißt, wenn es mal auf Anhieb nicht passt mit dem Wetter, kann man da durchaus noch einmal ein zweites Mal hinfahren. Und das ist jetzt kurz vor Sonnenuntergang. Es war einfach eine traumhafte Stimmung. Überhaupt das Wetter in diesen Tagen einfach ganz, ganz toll. Also es waren so gut wie keine Wolken. Also richtig coole Sache. Da gibt es auch ein paar Boote. Das ist auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, nicht so überlaufen wie zum Beispiel der Praxer Wildsee. Sehr, sehr schön ist der Lago Predil oder der Reibelsee. Und da sieht man im Hintergrund ein paar so Berge, das sind die Fünf-Finger-Berge. Und hier eine Langzeitbelichtung mit 20 Sekunden, das haben wir mit einem NISI-1000-Fach-Filter gemacht. Und dann hat man diese Glättung der Wasseroberfläche. Das ist auch sicher ein Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangspunkt, also ein großartiger Platz. Man geht circa 15 Minuten hin und das wird sicher auch ein Fixpunkt der Fotoreise werden. Der Monte Lusari ist in der Nähe von Tarvis und man kann mit der Seilbahn rauffahren. Oben ist diese Kirche, das ist ein kleines, aus wie ein Marazell, aber so ein Standerl und ist sehr, sehr beliebt. Von dort hat man einen Rundblick auf den Dobrač, auf den Mangart, also einfach ein super Aussichtsberg und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Zu den Lost Places ist immer so das Thema, dass man Genehmigungen einholen muss, was aber noch dazu kommt, zum Beispiel hier in Tarvis, der alte Bahnhof ist zugänglich. Und hier darf man auch hinein, er ist nicht abgesperrt, das ist auch nicht gefährlich. Das heißt, das kann man sich auch anschauen. Und viele andere Lost Places, ich habe jetzt noch keine Fotos, weil ich gerade noch am Vorbereiten bin, werden über Vereine verwaltet. Und dann kann man sozusagen, man kann da dann rein, man bezahlt einen kleinen Obolus und hat dann sozusagen eine legale Tour. Das ist natürlich eine tolle Sache, denn wenn ich dann mit euch unterwegs bin, können wir natürlich nicht uns irgendwie auf Illegalität verlassen. Es gibt zum Beispiel eine Reisstärkefabrik, die ich angefragt habe. Da gibt es verschiedene Bunkersysteme. Also das ist einfach für 4 oder 5 Tage eine ideale Location. Und es wird einen Termin im Juni geben. Der Johann fragt, wird es auch einen Herbsttermin geben? Wahrscheinlich nicht. Es gibt aber einen Slowenien-Termin. Also wir werden im Herbst gemeinsam mit dem Uli Schnebauer einen Slowenien-Termin machen. Und zwar, das wird auch so Landschaft und auf den Spuren der Geschichte. Der Uli Schnebauer war ja in seiner aktiven Karriere Offizier beim Bundesheer und kennt sich sehr, sehr gut aus. Wir werden hier auch das eine oder andere besuchen und uns manche Dinge ansehen. Also das ist auch sehr, sehr interessant. Und es wird auch dann in weiterer Folge einen zweiten Friaul-Workshop geben oder vielleicht sogar einen dritten, der sich dann weiter in den Süden hinunterzieht bis Grado. Aber das ist einfach so ein umfangreiches Thema und ich möchte dann auch nicht zu weit fahren, denn von Davis aus können wir jetzt alle Ziele in circa einer halben Stunde anfahren. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ich habe jetzt hier auch noch im September eine wunderschöne Herbststimmung gehabt, da gebe ich euch noch einmal geschwind ein Bild frei. Und das war natürlich eine tolle Sache hier im Sonnenuntergang und so weiter. Ja, und die Saison war hier auch schon zu Ende, es waren wenig Leute unterwegs, aber man trifft an den Fotopunkten manchmal andere Fotografen und eigentlich ganz, ganz tolles Essen, also wirklich eine Geschichte für uns. Ja, noch ganz was anderes. Wir haben relativ kurzfristig eine Fotoreise nach Südisland geplant und nachdem der erste Termin schon nach einer Woche ausgebucht war, haben wir uns jetzt entschlossen, einen zweiten Termin zu machen. Das Besondere, 2024
Also ist wieder die 12-jährige Sonnenaktivität. Das heißt, die Chancen für Nordlichter stehen sehr, sehr gut. Und wir werden also im Süden von Island unterwegs sein mit zwei Kleinbussen. Begleiten wird mich der, nicht der Reinhard Skrobl, sondern der Reinhard Wogritsch von ARR. Und der Reinhard war viele Male Stationleiter in Island. Also er hat Monate in Island verbracht. Und wir hoffen halt, Wasserfall mit Schnee, Nordlichter. Also das ist wirklich eine einzigartige Stimmung. Wenn jetzt jemand schon lange mit Island liebäugelt, dann bitte einfach einmal eine Mail schicken. Man kann sie vormerken lassen. Und das ist eine Reise, die mir persönlich auch sehr, sehr am Herzen liegt. Island war meine erste Reise vor vielen Jahren. Und auf das freue ich mich schon ganz besonders. Das wird so eine Geschichte sein, wo man halt dann viel draußen sein werden und halt versuchen, so viel zu fotografieren, was geht. Also ich denke sicher, das, was uns am meisten Spaß macht. Und natürlich wäre so dieser Höhepunkt ein schönes Nordlicht. Ich meine, das wäre das, was wir uns auch noch wünschen würden. Ja, es gibt noch eine Überraschung. Wir haben ein Winterfotowochenende in den Sölktälern vom 11. bis zum 14. Jänner. Und das wird ganz im Motto des Winterwanderns stehen. Also wir haben uns hier sehr, sehr gut vernetzt mit einigen Menschen in der Region. Und wir haben wahrscheinlich die Chance, bei einer Hirschfütterung dabei zu sein, wobei wir dürfen das nicht kommunizieren. Also das ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel in den Sölktälern gibt es ja den Schwarzen See. Der ist im Privatbesitz, da darf man als Gruppe zum Beispiel nur mit Genehmigung hinein. Das ist alles sehr, sehr, ja, wie ich sagen soll, schwierig. Und die Jäger sind ja auch hier, die wollen eigentlich nicht, dass jemand reingeht. Da sind jetzt auch teilweise die Straßen gesperrt. Aber im Winter haben wir da vielleicht die Chance, dabei zu sein. Wir können zur Bräualm hineinwandern mit Schneeschuhen. Wenn es keinen Schnee gibt, dann halt ohne Schneeschuhe. Wir haben einen ortskundigen Wanderführer noch zusätzlich dabei. Das heißt, das ist eine unglaubliche Fülle an Fotomotiven. Und wir haben vor, zum schönen Wetterhaus zu gehen. Das sind ungefähr 400 Höhenmeter, also so 1,5 bis 2 Stunden maximal gemütliche Gehzeit über einen Almweg. Dort oben dann Sonnenuntergang, blaue Stunde, ein gemütliches Essen und dann werden wir von einem 4WD-Taxi wieder abgeholt und runtergebracht. Also das wird einmal ganz was Neues werden. Wer hier Interesse hat, könnt sich einmal anmelden. Der Kurs ist schon buchbar und das wird sicher eine ganz, ganz tolle Geschichte, auf die ich mich persönlich auch schon sehr, sehr freue. Und jetzt bekomme ich gerade noch hier eine Frage zu einem ganz anderen Thema. Ich mache mal das fertig. Und dann werden wir die Frage noch beantworten. Ja, Ja, hier noch hier noch einmal einmal zwei zwei Fotos. Wir werden Fotos. da Wir werden vielleicht auch vielleicht versuchen, versuchen, ein ein Modelshooting zu Modelshooting zu organisieren organisieren mit mit einem einem Pärchen Pärchen mit mit Schneeschuhen. Schneeschuhen. Und notfalls muss ich dann sozusagen hier auch als Model hier halten. Ich werde hier mal ganz kurz auf die Frage eingehen. Schon der Clemens schreibt, Ja. können Farbfehler sich ja aufhäufen? Sehe ich das richtig? Also bearbeite ich Farbfotos auf einem Display, das schlecht kalibriert ist, besonders schlechte Farben. Also ja, man kann natürlich, wenn man jetzt also sozusagen einen Bildschirm hat, der nicht kalibrierbar, Hardware kalibrierbar ist, wo sozusagen entweder jetzt, selbst wenn man Software kalibriert, also sozusagen wenn man jetzt einen normalen Bildschirm kalibriert, könnte es sein, dass man Farben nicht sieht, die eigentlich da sind und deswegen halt nicht alles richtig bearbeiten kann. Das ist sozusagen das eine Problem, wenn man jetzt gar nicht kalibriert und sozusagen tatsächlich einen Farbfehler hat, wird vor allem sein, wenn der Bildschirm schon Jahre alt ist. Also es ist nichts, was jetzt sozusagen gleich am Anfang mal alles auftritt. Wobei man sagen muss, dass viele Bildschirme, speziell jetzt eben halt einfache, den vorher erwähnten 99 € Bildschirme oder einfache Laptop-Bildschirme können die Farben von vornherein nie richtig darstellen. Also da hat man dann wirklich irgendwas und das ist tatsächlich ein Blindflug. Also man bearbeitet unter Umständen dann etwas, was einfach halt überhaupt nicht sozusagen da ein richtiges Ergebnis liefern kann. Und vor allem was wesentlich ist, man schaut halt die meisten Bilder, wird man zwar vorher auch eine Frage gemacht, sich sozusagen Rücksicht zu nehmen auf das, was andere Leute sehen im Internet, bedingt. Ja. Es ist sozusagen etwas, wo man sagen muss,
Das Wichtigste ist, dass man selber richtige Farben hat und dass man selber sozusagen eine richtige Farbdarstellung hat, weil man kennt das eh, die meisten Bilder schaut man sich selber am Bildschirm an und wird sozusagen, wird man auf dem eigenen Bildschirm sehen. Und wenn man da nicht keine schöne Farbdarstellung hat, dann macht das vorher halt das Fotografieren nicht so viel Sinn und schon gar nicht den RAW dann, ja, weil es ist dann schade, wenn man einfach nicht das ausschöpfen kann und eben nicht möglichst nah bei der Natur bleiben kann, was immer das Ziel ist. Man will ja im Endeffekt am Bildschirm zu Hause das Gleiche sehen, was man durch die Kamera gesehen hat oder möglichst das Gleiche. Und das ist halt sozusagen immer der Anspruch, den man halt bei den besseren Bildschirmen hat, dass man einfach näher bei der Natur bleibt und möglichst sozusagen das realistisch und so sieht, wie man es eben damals gesehen hat. Ja, Und ich glaube, das ist das sozusagen. Problem ist, wenn, was mir mal jemand erzählt hat, der gesagt hat, jetzt muss ich einen Grünstich machen in mein Foto, damit es nachher normal ausschaut. Ich meine, das ist natürlich Worst Case, weil das ist ja nicht reproduzierbar. Ja. Das ist natürlich, ja, und vor allem, wie gesagt, es ist, wenn man jetzt für den Druck vielleicht die ein oder andere Korrektur macht, wo man schon weiß, okay, man hat da die Schwäche aus Erfahrung heraus sozusagen, ist das natürlich, ja, kann man so machen, ja, aber es ist natürlich noch einfacher, wenn man es gleich richtig sieht am Bildschirm und das ist eben die Stärke von den guten Bildschirmen. Und es, wie gesagt, die Investition lohnt sich zum einen, weil man halt natürlich dann nur dann das, was man mit der Kamera, mit der teuren Kamera ja aufnimmt, auch wirklich gescheit sehen kann. Und zum anderen lohnt sich es einfach, wenn man einfach augenschonend arbeiten kann. Also das muss man echt sagen, es ist sozusagen das augenschonende Arbeiten. Ich sage, man verbringt stundenlang vor dem Bildschirm heutzutage. Das ist quasi unser Tor zur Welt fast, ja, zur digitalen Welt vor allem. Und eben, wurscht, ob man jetzt Nachrichten anschaut oder ob man jetzt Bilder anschaut von anderen oder die eigenen, das ist einfach halt wichtig, dass man da wirklich einfach etwas Brauchbares hat, was idealerweise auch länger hält und nur länger begleitet. Ja, es ist sozusagen die Investition in einen teuren Bildschirm, ist ja etwas, was einfach auch normalerweise dazu führt, dass man länger Erfolg damit hat und nicht alle paar Jahre den Bildschirm tauschen muss. Also es ist, wie gesagt, bei den vorher zitierten Eizo-Bildschirmen, die verkaufen wir tatsächlich am liebsten, nicht weil sie jetzt viel Geld kosten, sondern weil sie einfach am längsten halten und die beste Qualität momentan liefern, was durchaus, wo man durchaus schon suchen muss heutzutage, weil natürlich es leider ein Trend der Zeit ist, dass die Dinge immer kürzer halten statt länger. Und da sind wir froh, wenn wir noch Hersteller haben, die sozusagen vernünftige Produkte produzieren und liefern. Und eben ein langlebiges Produkt darf auch ein bisschen mehr kosten, weil es einfach halt nicht so oft erneuert werden muss. Und eben auch jetzt gerade bei steigenden Preisen ist natürlich auch ein gewisser Inflationsschutz, wenn man jetzt ein Bildschirm lang haltet, weiß man, okay, nächster Bildschirmkauftermin ist in 10 Jahren und man hat jetzt sozusagen die Preissteigerungen dazwischen, sind ja nicht so wichtig dann. Ne? Du hast jetzt schon ein paar Mal die Dinge erwähnt, die Laptops von HP, die Z-Books. Ich habe jetzt auch gesehen, ja, einige von unseren Kunden haben die auch gekauft. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was dazu sagen? Sehr gern, ja. Also die aktuellen Z-Books gibt es in 14 Zoll, 15 Zoll, 16 Zoll, 17 Zoll. Es ist sozusagen von der Größe her sind die 14 Zoll die vielleicht am handlichsten sind. Ja, die haben praktischerweise 1,4 Kilo, kann man sich leicht merken, 14 Zoll, 1,4 Kilo, sind sozusagen die am ersten im Fotorucksack oder sozusagen im Handgepäck noch gut dazu passen. Wenn man jetzt dazu neigt, dass man recht viel am Bildschirm schon macht oder auch am Laptop-Bildschirm mehr machen möchte, sind die 17 Zöller oder 16 Zöller dann besser, weil die zum einen ein bisschen größer sind und zum anderen noch bessere Bildschirme dann haben, wobei der Bildschirm dann schon einen erheblichen Preisanteil auch ausmacht, sobald man ein Dream-Color-Display eben hat. Wichtig ist von der Konfiguration her würde ich immer ein Notebook nehmen mit dezidierter Grafikkarte, das heißt nicht nur Grafikchip, sondern wirklich eigene Grafikkarte drin. Die Z-Books haben üblicherweise ein Nvidia Quadro oder RTX eben drinnen verbaut. Und da ist es eben halt dann, die sind vor allem dann für, wenn man externe Bildschirme anschließt, eben wichtig, dass man einfach sozusagen dann auch zwei Bildschirme zur Sperre anschließen kann, wenn man mag, dass da sozusagen genug grafische Leistung dahinter steckt. Und für alle Programme, die eben die Grafikkarte stärker verwenden, das ist vor allem eben Photoshop, Premiere, solche Dinge. Was auch wichtig ist bei der Konfiguration, wir konfigurieren normalerweise immer jetzt 32 GB RAM, das macht eben Sinn für die größeren Dateigrößen. Ja, das heißt, das ist sozusagen das klassische Aktionsnotebook, das man vielleicht irgendwo im Mediamarkt oder so kauft hat, meistens 8 oder 16 GB. Das ist eigentlich schon zu wenig für die großen Dateigrößen, die man heutzutage bekommt. Also 32 GB RAM ist sozusagen wichtig. Zusätzlich eine 1 TB SSD ist ideal dann für die Programme und sozusagen die Dateien, die man vielleicht gleich bearbeiten möchte. Man sollte dann immer aber natürlich auch eine externe Festplatte noch dazu verwenden zum Notebook. Ja, sonst ist noch wichtig vom Prozessor her, i7 Prozessoren oder i9 Prozessoren, dass man einfach keinen Flaschenhals drinnen hat und ein gutes harmonisches Gesamtleistungspaket hat.
Ja, wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, dann bei den, sozusagen jetzt kleiner Sprung von den Z-Books zu den Vakuumsachen, weil es auch gerade neue Modelle am Markt gibt. Also es gibt jetzt eine neue Cintiq Pro Serie, die Cintiq sind die Stift-Displays von Vakuum, die sind für die Bildbearbeitung, für die Retusche auch interessant, weil man eben direkt am Display mit dem Stift arbeiten kann. Da hat es jetzt schon vor einigen Monaten das neue Cintiq Pro 27 gegeben, sozusagen das größte und das Flagship von Vakuum. Und jetzt gibt es ein 22 Zoll und ein 17 Zoll auch noch sozusagen, die jetzt gerade im Erscheinen sind. Wir werden auf der Foto-Adventure-Messe die auch herzeigen, die Cintiq Pro-Serie. Wir haben aber auch noch als Alternativprodukt, das ist vielleicht auch interessant, gibt es neben Vakuum auch Sense Labs, also schreibt man Xenze Labs. Die sind sozusagen ein Ableger von Vakuum, den haben sozusagen ehemalige Vakuum-Mitarbeiter gegründet, haben auch ein sehr gutes Stiftdisplay in 24 Zoll und auch gute Tablets, das heißt, so wie das Intuos Pro M gibt es auch sozusagen von denen ein Medium-Stift-Tablet. Generell mit Stift arbeiten ist natürlich exakter als mit der Maus, speziell am Display natürlich kann man genauer im Bild arbeiten. Bei den Tablets ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, weil man natürlich auf den Bildschirm schaut und gleichzeitig das Tablet dann vor sich hat. Die Cintiq Pro Serie hat auch Adobe RGB-Bildschirme, reicht aber nicht ganz an Eizo heran. Das heißt, ich würde immer sozusagen, wenn man es, es ist sozusagen ein bisschen ein Kompromiss, wenn man jetzt sagt, man bearbeitet sehr viel und wenn das Bild jetzt nicht hundertprozentig perfekt ist, sondern sozusagen nur perfekt unter Anführungszeichen, also Adobe RGB haben die auch, dann kann man wieder Cintiq Pro Bildschirm auch vorlieb nehmen. Am besten ist natürlich, wenn man einen Eizo-Bildschirm noch dazu hat, für dann, weil die einfach nochmal einen besseren Schwarzwert haben und nochmal eine bessere Kalibration auch. Ja. Also da ist ein Eizo einfach sozusagen dann unangefochten. Ansonsten, wie gesagt, macht es auch generell Sinn, mit zwei Bildschirmen dann zu arbeiten. Einen einfach, wo man sozusagen dann noch ja, den Vorteil hat, dass man entweder Paletten ablegen kann oder einfach eine andere Anwendung gleichzeitig offen haben kann. Also das Arbeiten mit zwei Bildschirmen hat generell natürlich viele Vorteile. Wir stehen auch gerne immer für Beratungen bei uns im Geschäft natürlich zur Verfügung. Man kann sich die Produkte, die ich jetzt erwähnt habe, auch alle gern bei uns anschauen. Wir sind in der Anton Baumgartner Straße 5 im 23. Bezirk in Wien. Einfach vorher anrufen, bei uns einen Termin vereinbaren, damit wir uns schön Zeit nehmen können und auch wirklich da sind. Das ist auch immer wichtig, weil wenn wir gerade eine Messe oder Veranstaltung haben, kann es manchmal sein, dass die Öffnungszeiten abweichend sind. Das heißt, bitte mal vorher melden. Telefonnummer ist 01662 4419. Man findet uns unter www.cgshop.at. Das heißt, gerne bei uns ins Geschäft kommen, beraten lassen. Auf der Foto-Adventure-Messe, wie gesagt, werden wir auch sein. Also der Markus hat den ganzen Nachmittag seine Telefonnummer auswendig gelernt, glaube Ja, das ist tatsächlich so, dass man die Festnetznummer noch etwas leichter sich merkt, dass die Handynummer etwas kürzer sind. Ja, Einfach, vielleicht ja. dann noch eine kleine Anmerkung. Also der Markus und ich sind wirklich ein kongeniales Team, denn ich weiß jetzt, dass viele von Kunden der Fotoschule da jetzt Rechner gekauft haben, die ja bestens bedient worden sind. Viele kommen dann wieder zu mir, heute habe ich Lightroom-Support gehabt. Also wir helfen euch da wirklich, wo wir können und finden da auch in 99% der Fälle eine Lösung. Genau, Das heißt, der also es ist Mehrwert. immer eine gute Ergänzung, wie die von den Geräten und der Karl erklärt euch dann Genau. Lightroom So. dazu. Und sonst ist auch so, dass Karl und ich immer sehr gerne auch Location Scouting Genau, betreiben und wandern. gemeinsam wandern gehen. Ja. Genau. Jetzt möchte ich euch noch zum Schluss was präsentieren. Und zwar, ich habe euch jetzt schon ganz viel von der Sondernummer erzählt. Möchte ich hier nur ein Kapitel zeigen. Mich hat heute der Klaus Lorber, der Chefredakteur vom Fotoobjektiv, angerufen und er meinte eben, dass ich morgen das erste Heft in Händen halten kann. Es sind jetzt ja 184 Seiten geworden. Ist ja ein kleines Buch geworden. Ihr könnt es dann auf der Foto und Adventure auch live sehen. Nur hier mal ein kleiner Eindruck, wie das ausschauen wird. Also ich freue mich schon sehr, wenn ich es dann auch gedruckt sehe. Und es sind ja jetzt 20 Kapitel von Einsteigen bis Licht sehen. Also wirklich ganz, ganz viel Information. Sehr, sehr aufwendig und schön gestaltet. Also meine Grafikerin, die Bettina, hat das auch wirklich sehr, sehr toll gemacht. Und ich freue mich schon sehr, wenn das dann auch verfügbar ist. Es wird dann auch ein Skriptum bei den Kursen erhältlich sein und in weiterer Folge ist auch einmal geplant, das E-Book zu veröffentlichen. Also wenn jetzt einmal die Printversion vorbei ist, dann werden wir hier mal einmal die Freigabe stoppen. Und jetzt haben wir noch was ganz, ganz Tolles zum Schluss. Und zwar, ich habe gesagt, es gibt so ein kleines Gewinnspiel. Und zwar die Brigitte Barenigone, die heute leider nicht da ist, die hat mir gerade eine E-Mail geschrieben, gewinnt einen Gutschein über 50 Euro von der Wiener Fotoschule. Das war nämlich die, die am meisten gepostet hat. Und dann gibt es noch in der Gruppe eine Pappkameradin, das ist der
der Username, ich weiß nicht ganz genau, wer das ist, die bekommt ein Fotoobjektiv zugesandt. Und die Heidi Höllersberger hat auch viel gepostet. Das ist die dritte im Bunde, die dann auch einen Preis bekommt. Das werden wir euch zuschicken. Es dauert jetzt noch ein paar Tage, bis ich die Sondernummer dann bei mir auch habe. Und dann werden wir die versenden. Fein. Das nächste Fotocafé gibt es dann am 21. November, also ziemlich genau in 4 Wochen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Foto und Adventure. Ihr könnt es gerne auch einmal bei uns auf der Webseite schauen. Es sind schon ganz, ganz viele Kurse für 2024 online und die restlichen werden auch in den nächsten Tagen. Also bis zur Fotomesse wird alles online sein und auch alles buchbar sein. Das heißt, ihr könnt schon gustieren, was ihr nächstes Jahr gerne machen möchtet. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein auch von meiner Seite. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, stehen wir gern zur Verfügung. Ich habe die Daten auch nochmal in den Chat geschrieben von uns. Danke. Also ich werde jetzt einmal die Aufzeichnung stoppen und dann können wir jetzt noch ein bisschen plaudern. Wenn noch jemand was sagen möchte, dann sehr, sehr gerne. Wir werden einfach jetzt hier noch 10 Minuten offen halten. Ich stoppe mal hier die...